Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen von Windows 11. Und diesmal geht es um die Möglichkeit, sich Eigenschaften von Dateien oder Ordnern anzeigen zu lassen, nämlich im Windows Explorer. Ich bin jetzt im Windows Explorer, du weißt, man kommt mit der Windows plus E Tastenkombination dorthin. Ich wähle mir eine Datei mit der linken Maustaste aus, rechte Maustaste, wähle mir hier im Kontextmenü Eigenschaften aus. Und habe ich dann hier verschiedene Registerkarten, wenn ich hier auf Allgemein gehe, habe ich hier Angaben zum Dateityp, den Dateinamen, die Größe der Datei, wann sie erstellt wurde. In dem Fall ist es eine Anwendung, eine .exe-Datei. Wenn ich die untere Datei mir auswähle, rechte Maustaste, wieder Eigenschaften, sehe ich in dem Fall, es sind ZIP-komprimierte Ordner, also eine ZIP-Datei, und wieder auch, wann sie zum Beispiel erstellt wurde. Also ganz einfach, rechte Maustasten, auf Eigenschaften, Kontextmenü öffnet sich und ich bekomme schon die Informationen. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.